Hallo, hier ist die Petra von Pebraart. Heute bemale ich mal wieder Steine und zwar möchte ich gerne was Neues ausprobieren oder für mich Neues ausprobieren. Und zwar möchte ich die gerne kolorieren mit Aquarellstiften. Ich habe hier mal so ein paar Aquarellstifte, habe mir jetzt mal diese Farben dazu ausgesucht. Und erst einmal. Und probiere das dann einfach mal aus. Ich versuche jetzt erstmal. Ich habe die Steine also schon grundiert. Und probiere jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Ich habe also hier den Stift und bringe jetzt einfach mal die Farbe hier drauf. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Ich weiß auch noch nicht, aber schauen wir mal. Ich möchte jetzt einfach nur mal ausprobieren, wie die Farbe sich hier überhaupt auf so einem Stein verhält. Vielleicht kennt ihr das ja schon, also ich kannte das noch nicht. Ich hatte das jetzt auch irgendwo gesehen, aber so. Jetzt habe ich hier ein bisschen, ach, und zwar dieses ganz einfache, den ganz einfachen Lack habe ich mir jetzt mal hier in so einem kleinen Töpfchen getan und vermale das jetzt einfach damit. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja. Lässt sich erstmal schön vermalen. Und wenn ich dann in eine neue Farbe gehe, um jetzt nicht alles zu mischen, streife ich den Pinsel jetzt einfach nur ab. Ich wasche den dann nicht aus. Und so habe ich mir jetzt erstmal gedacht, habe ich erstmal einen schönen Hintergrund und werde den dann noch weiter verarbeiten. So, jetzt schiebe ich den erstmal an die Seite und machen wir den nächsten. Jetzt stelle ich den Pinsel aber in Wasser, weil. So, jetzt nehme ich mal ein Orange. Ein Grün. Und mal so ein Pink. Glaube, hier könnte noch ein bisschen Orange hin. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Könnte das ein bisschen besser sehen, ja. So.
hole ich meinen Pinsel wieder. Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich das jetzt mit Wasser anmalen würde, ob das dann auch in Wirklichkeit hält. Aber mit dem Lack hält das gut. Hier ist super. So, jetzt haben wir den zweiten bunten Stein fertig. Und jetzt machen wir noch mal einen. Nehmen wir den da. Mal was Blaues. Ja, machen wir mal. Was Blaues. Seid ihr noch da? Ja. Und ihr seht, also man muss jetzt nicht hier irgendwie sauber oder ordentlich oder Strich für Strich erstmal arbeiten. Jetzt nehmen wir noch mal ein Dunkelblau. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da mal so. Machen wir uns noch mal ein bisschen grün. Vielleicht wird das mal eine Wiese oder ich, keine Ahnung, noch nicht. Das schauen wir mal. Den Orange. Jetzt versuche ich natürlich mit dem Pinsel ein bisschen die Farben für sich zu behalten. Wie das funktioniert. Ich fange mal mit der hellsten Farbe an. Auf jeden Fall lässt sich das erstmal sehr, sehr schön bearbeiten. Hier ist mein das Grün mit dem Gelb. Das ist super. Da sind wir mal gespannt, was daraus wird. Ja, wunderbar. Die tue ich jetzt erstmal wieder an die Seite. Jetzt haben wir mal die drei Steine erstmal fertig gemacht. Eins, zwei. Und der dritte passt auch noch ins Bild. Ich lasse die jetzt mal trocknen und dann überlege ich mir mal, was ich damit mache. Bis gleich. Ich habe mir gerade noch überlegt, wenn ich die jetzt trocknen lasse, die anderen Steine, dann male ich jetzt einfach mal was hier drauf. Und ich habe den schon mal gemalt. Der ist eigentlich ist auch so ein Fantasieteil. Gucken wir mal.
Da male ich den jetzt nämlich nur aus. Dann hat so ein bisschen was gute Laune zu tun. Und wie machen wir den denn? Lila Pink. Soll ja lustig sein. Dann nehmen wir mal das Pinke. Hierfür. Umrandung. Jetzt nehme ich mal einen dünneren Pinsel. Automatisch gehe ich natürlich ins Wasser, wie man das gewohnt ist. Das sind mal so Steine. Ich hab das, also, ja. Ich sage immer gute Laune Stein dazu. Nehme ich auch gerne mal mit zum Verschenken. Und da hat jeder irgendwie Spaß, weil er immer ein Lacher hervorbringt. Weil die wirklich für meine Begriffe auch ein bisschen verrückt sind. Man kann ja noch nicht viel erkennen, ne? Aber kommt schon noch. So. Jetzt mache ich hier auch noch einen Hintergrund. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und dann wollte ich jetzt auch gerne dabei bleiben. So. Und nach außen hin mache ich den mal. Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass sowas überhaupt auf dem Stein hält. Aber durch den Lack wird das gut. So. Kann ich den Dekorpinsel wieder nehmen? Wird etwas anders als das Ganze mit der Acrylfarbe. Ich gehe jetzt erst einmal so von außen rum, weil ich ja da das Dunkelblaue habe.
So, jetzt kann ich da ein bisschen schneller drüber gehen. Und das auch mit dem Dunkelblau noch mal ein bisschen mischen. Also ich finde, es gibt einen ganz schönen, netten, muss ich ehrlich sagen, netten Effekt. Läuft auch gut aus, also zusammen. Ja, super. So. Das haben wir jetzt auch erst einmal. Der ist schon trocken. Dann fangen wir mal mit dem kleinsten an. Da nehme ich jetzt wieder meine Acrylstifte. Ich greife jetzt einfach mal wild da rein und gucken wir mal, was wir haben. Ah! Wir sind heute, ich bin heute ganz verrückt. Nehmen wir jetzt einen lila Stift. Ja, der ist auch gut. Und jetzt machen wir da einfach mal eine Schnecke drauf. Seht ihr mich? Ja. Einfach eine Schnecke. So. Aber ich muss sagen, die ist ja. Oh, lassen wir erstmal so. Mal gucken, was mir noch so einfällt. Und hier. Nehmen wir mal. Haben wir denn da Pink ja, jetzt machen wir das mal so andersrum. Ist auch eine gute Idee. Der ist aber sehr minimalistisch. Da kommt die Farbe nicht so gut raus. Da müssten wir vielleicht mal noch einen dunkleren Ton nehmen. Aber vielleicht nehme ich da auch den Lila. Das kommt mir im Moment ganz gut. Ja. Und den machen wir da einfach noch mal
Da habe ich jetzt einen hellgrün. Ich habe aber auch, mal gucken. Nee, da war der dunkelgrün. Gucken wir mal, wie der hellgrüne da noch. Der bringt nicht so viel. Aber so sieht er auch schon ganz gut aus. Jetzt machen wir hier nochmal in den Artbaum. Noch mal ein paar Artblätter rein. Aber der ist ein bisschen zu sparsam, nehme ich lieber den dicken. Das ist, wenn man so spontan malt. Ja. Aber manchmal kommt ja auch spontan gut, ne? Ja, das wird schon besser. Ein paar Punkte dahin. Der Baum ist aber auch noch ein bisschen dürrer. Machen wir jetzt noch mal ein bisschen hin. So, ich glaube, sieht auch schon ganz gut aus. Und jetzt hier. Bei dem nehme ich jetzt mal wieder meine Buntstifte. Möchte ich ja doch noch mal weiter ausprobieren. Also mir gefällt das Verwaschene ganz gut, ne? Aber gucken wir mal, ob das noch alles darauf fällt. Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Ja, kommt nicht so gut. Aber ich glaube, wenn da einmal Lack drauf ist, kommt er nicht mehr so gut. Auf jeden Fall damit nicht. Also, machen wir mal hier dran noch ein bisschen weiter. Also wenn ich jetzt den Stein drehe und nicht mit der Spitze so da dran gehe, dann läuft der besser und spritzt auch nicht so. Weil ein bisschen spritzt er immer, wenn er auf so kleine Hückelchen vom Stein kommt.
So. Und dadurch, dass wir heute ganz verrückt sind, gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das denke. Nee, ist nicht so toll. Aber dann machen wir mal. Gucken wir mal, wie das mit dem. Und so hat man also immer, wenn man mal solche Sachen zwischendurch macht, die auch wirklich klein sind, hat man mal immer eine Kleinigkeit. Finde ich toll. Also gestern hat mir jemand erzählt, die auch wirklich schön malt. Sie kann keine Sachen abgeben. Ja, aber ist doch schlimm. Also, ich muss sagen, ich gebe gerne ab, weil erstmal habe ich dann wieder Platz für Neues, muss ich so sagen. Und ja, andere freuen sich auch darüber. Und sie meinte, ja, sie wüsste nicht, ob andere sich darüber freuen würden oder ob sie das überhaupt zu schätzen wissen. Ja, ich habe da nicht so das Problem. Ich freue mich immer, wenn andere sich freuen. Und die hat so viele Bilder und die malt wirklich schön. Und naja. Jetzt gucken wir mal hier, ob das noch so funktioniert, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Jetzt nehmen wir mal den kleinen Pinsel. Da habe ich ihn. Den habe ich jetzt aber nur in Wasser. Gucken wir mal, ob sich das noch. Ja, doch. Aber das wird schmutzig. Wird schmutzig, das ist nicht schön. Versuche ich das mal wieder ein bisschen. Aber machen wir nachher wieder heller. Den hören wir nachher schon wieder auf. So. Jetzt haben wir so vier Rohlinge fertig. Die sind noch nicht fertig, aber mal so einfach mal ausprobiert, was man mal eben so auf die Schnelle machen kann. Ich habe euch jetzt auch extra in Echtzeit gelassen, damit ihr auch die Zeit mal abschätzen könnt, wie lange man dafür braucht. Jetzt lasse ich das Ganze mal in Ruhe, überlege mir mal, was ich noch damit mache und dann komme ich wieder. So, jetzt machen wir mal weiter. Der sieht ja echt noch nichtssagend aus. Aber mal gucken, ob wir den noch ein bisschen schöner hinkriegen. Ich habe hier jetzt einen schwarzen Acrylstift. Und ziehe da jetzt einfach die Konturen nochmal nach. Dann hat das schon wieder eine ganz andere Wirkung. So. Und jetzt kriegt er noch ein paar Beinchen. Muss ja auch irgendwo stehen. Und noch ein paar große Augen.
Machen wir noch einen kleinen Mund. So. Dann ist der eigentlich erstmal schon mal für mich fertig. So, wen hatten wir denn dann noch? Der war sowieso. Da hätte ich gerne noch ein bisschen Sonne drauf. Gucken wir mal. Machen wir jetzt auch mit dem Stift. So, den lassen wir jetzt auch da. Und bei der Schnecke habe ich mir überlegt, da hatte ich ja weiße Streifen drin. Die kommen aber gar nicht zur Geltung. Also mache ich jetzt hier nochmal ein paar Akzente rein. Jetzt habe ich ja das mit dem Acrylstift nochmal hier drüber gearbeitet. Da würde ich doch, also ich werde es auf jeden Fall dann auch nochmal lackieren, damit das besser aussieht. Besser hält, meine ich. Und normalerweise, wenn man jetzt nur diese Farbe hat, bräuchte man das nicht. So, dann hatte ich ja jetzt hier den auch noch. Den wollte ich dann auch noch mal. Pink hatten wir da schon. Dann nehmen wir mal, gucken wir mal, ob diese Farbe gut hält. Ja. So. Sieht das ja auch schon ganz gut aus, ne? Finde ich schon. Machen wir mal hier noch so ein bisschen. Ich hatte da noch einen Gelbton reingebracht. So. Jetzt machen wir das genauso wie bei dem anderen. Ich nenne die dann mal meine gute Laune Steine. Und einfach mal ein paar Füße. So. Und dem machen wir dann auch noch ein paar nette Augen oder rein. So, gefällt mir das auch schon mal ganz gut. Jetzt gucken wir mal. Das war diese Augen. Ja, das ist dann noch ein bisschen netter. Den nehme ich auch noch mal hier rum. Super. So, und jetzt könnt ihr das Weiß hinten lassen. Ich habe hier bei diesem Stein auch schon mal mit Buntstift gemacht, weil ich fand diesen Aquarell-Look gar nicht wirklich schlecht. Also das könnt ihr euch dann überlegen, wie ihr das machen möchtet. Ich werde jetzt nochmal diesen Stein, so diesen, was haben wir da für eine Farbe? Nehmen wir da mal einen Pinkton. Und dann geht das ganz einfach.
mache ich den einen nochmal mit euch. Und ich kann wieder nicht aufhören. Video wird schon wieder viel zu lang. Und eigentlich möchte ich euch das alles zeigen und nicht schneller machen oder rausschneiden. Und dann habe ich hier, kriegt ihr eine tolle Kante immerhin. Wenn man dann das nochmal da auflegt. So, dann nehmen wir nochmal den dickeren Pinsel. Also ich finde, mit diesen Buntstiften oder Aquarellstiften kriegt man wirklich eine sehr schöne Aquarellstruktur hin. Wenn ich das jetzt mit Wasser gemacht hätte, dann muss ich wieder so aufpassen, dass sich das nicht anlöst. Und hier, das habe ich jetzt irgendwo gesehen, aber ich weiß auch nicht mehr wo. Und fand die Idee ganz toll. So, und hier kann man einfach mal jetzt ein bisschen wischen. Muss jetzt nicht, also für mich nicht, so ruhig sein. Darf ruhig ein bisschen Spannung dran sein. So. Jetzt sind die Farben alle ganz gut angelöst. Dann lassen wir das Ganze jetzt mal. So, und gleich zum Schluss zeige ich euch die alle nochmal. Okay. So, jetzt bin ich wieder da. Meine Steinchen sind fertig. Das ist hier mein Gute-Laune-Stein. Und ihr seht, also das ist jetzt auch alles schon lackiert. Und dieser Aquarell-Charakter ist auch noch gut da. Das ist mein Stein mit, naja, der Landschaft, auch von hinten. Nochmal schön den Abschluss gemacht. Das ist der Stein mit der Schnecke. Geht auch. Und den habe ich jetzt hier auch nochmal von hinten gemacht. Den auch. Und ich muss sagen, die fühlen sich also auch wirklich super an. Ja, wunderbar. So, sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Sollte euch mein Kanal gefallen, freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder vielleicht auch mal ein Lob, freue ich mich, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. So, dann würde ich sagen, für heute ist Schluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.